Ja, hallo, wir haben uns heute hier getroffen, wir drei Eltern aus AFRA, um eine kleine Gesprächsrunde zu starten. Wir würden gerne neuen Eltern, die ihre Kinder nach AFRA geben, ein paar Fragen beantworten, die sie vielleicht im Vorfeld beschäftigen und ihnen einfach unsere Geschichten erzählen, wie wir die Dinge in den letzten Jahren erlebt haben. Ja, erste Frage. Warum haben wir unsere Kinder nach AFRA geschickt oder gelassen? Vielleicht fängst du an. Gerne. Die Entscheidung ist gekommen über den, ich nenne es mal den klassischen Verlauf. Der Lehrer auf dem Gymnasium hat die Empfehlung ausgesprochen, dass Elena hochbegabt ist oder sein könnte. Dann haben wir die Infoveranstaltung besucht mit meiner Frau, waren zum Tag der offenen Tür, dann gemeinsam mit der Elena hier in Meißen. Dann gab es die Bewerbungsphase, es gab das Assessment Center und es hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass es der Wunsch unserer Tochter ist, hier zu lernen, eine neue Heimat zu finden, und den Weg sind wir dann praktisch gegangen und erfolgreich hier gestartet. Wie war es bei euch? Auch bei uns hat eine Lehrerin die Initialzündung gegeben mit einer Empfehlung hier, sich das mal anzuschauen. Leider gab es in der Corona-Zeit keine Tage der offenen Tür, aber wir hatten wenigstens Bekannte, deren Kinder auch schon hier gewesen sind. Und der Sohn war erstmal aufgeschlossen, aber jetzt gar nicht so furchtbar begeistert von der Idee, wollte es einfach nur versuchen. Und mit dem Hiersein, mit dem Assessment Center, mit dem sich anschauen des Internats und all dem ist eigentlich bei ihm erst der Wunsch und Wille gewachsen, hierher zu kommen. Und auch wir haben uns der ganzen Sache eher Schritt für Schritt angenähert und uns nach und nach damit immer mehr angefreundet. Tja, bei mir war es ganz anders oder etwas anders. Es war Emil, der von alleine drauf gekommen ist, dass er gerne Schule mit Internat besuchen möchte und hatte von AFRA auch schon gehört und hat sich den Tag der offenen Tür virtuell angesehen und wollte sich unbedingt bewerben, was wir natürlich auch zugelassen haben. Und ja, als die Bewerbung positiv beantwortet wurde nach dem Assessment Center, gab es für uns als Eltern gar kein Zurück, weil es ein sehnlichster Wunsch war, hierher zu gehen. Deswegen hätten wir nie gesagt, nee, das darfst du jetzt nicht. Ja, und deswegen haben wir ihn gelassen. Also es war eher sein ganz ureigener Wunsch,